Du haust besser ab. Ich hab's gewusst. Und ich dachte, dass wir eigentlich gut mit Damien gestellt sind. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Wir können einfach die Scharfschützenlawelle ausschalten. Warte. So. Warte mal, können wir den mal hochmachen? Dann kann ich nämlich schnell mal dahin. Hier war doch noch irgendwo ein Scharfschütze. Ich habe den genau gesehen, warte. Der läuft genau richtig. Moment. Na, kommt beide. Kommt beide. Komm. Ja. So, da. Hier, ach, hier ist noch ein Scharfschütze. Geil. Lebt er noch? Ich hoffe nicht. So, wer ist denn jetzt noch? Alter, ui. Oh oh. Eliminieren Sie alle Fixer oder entkommen Sie? Ist eigentlich gerade unsere Chance, ne? Da, hier. So. Wir haben da drüben noch irgendwo, warte mal. Noch einen Schaltkasten, den können wir schon mal hochmachen. Und drüben können wir noch was sprengen. Den können wir auch sprengen. Die können uns gerade nicht treffen, das ist gut. Sonst gibt es hier drüben, glaube ich, nichts mehr, ne? Okay, warte. Komm hoch, du kleiner Drecksack. Oder... Komm, mach mal die Ecke da drum. Scheiße. Warte mal, den habe ich doch nicht getroffen, oder? Scheiße, die haben Flugzeuge. Warte mal, ich brauche mal eine Kamera. Mann! Ich brauche mal ganz kurz eine Kamera. Ich will nämlich den Blackout machen. Oben war doch eine, Mann. Das gibt's doch nicht. So. Bin ich doof oder was ist das? Okay, dann rennen wir einfach. Renn! Junge, es ist nur noch einer. Wow, das hatte Sinn gerade. So, das CDOS-Ding funktioniert zwar nicht, aber wir können abhauen. Ich brauche noch ein Fahrzeug. Mein Gott, das ist eine Waffe! Raus hier! Okay. Seh ihn nicht! Kann ihn jemand sehen? Verdammt! Tja, Freunde. Das hättet ihr euch ein bisschen eher überlegen müssen. In den Untergrund und dann... Jetzt hier rechts und dann haben wir es geschafft. Cool. Lassen wir es, der Typ ist weg. Oh ja, das ist er. Stille. Na gut, Damien. Reden wir. Okay. Da sitzt der Kleine. Ist es ein Park? Anruf zurückverfolgt? Hat er ja natürlich gewollt. Ich meine, Damien ist nicht blöd. Folgen Sie dem zurückverfolgten Anruf bis zu Damien. Das machen wir sofort. Das mit weniger Ruckeln hat übrigens nicht so funktioniert, merke ich gerade. Okay.
Dann auf zu Damien. Ich dachte eigentlich, dass wir mit dem gut gestellt sind. Ich dachte nicht, dass der so allergisch darauf reagiert, wenn wir, ne, bei diesem Stadion, da wo wir das in Stromausfall gemacht haben, hätte ich nicht gedacht, dass er so allergisch darauf reagiert, wenn wir da einfach abhauen. Weil es war ja nun mal eine brenzlige Situation. Und am Ende haben wir wahrscheinlich ihm auch den Arsch gerettet. Was ist denn das Cooles da? Ich denke mal, am Ende haben wir ihm vielleicht auch den Arsch gerettet. Weil hätten wir nicht abgebrochen, hätten sie uns beide erwischt. Ich weiß nicht, ob sie ihn erwischt haben. Das weiß ich halt nicht. Das habe ich nicht so mitbekommen. Ich parke jetzt hier einfach. Dann laufen wir dahin. So, aber ein bisschen schneller. Auf geht's. Dann reden wir mit ihm. Helping you do more... Was? Da oben. Fact 7. The best traffic coordinator... Ja, okay. Er ist bestimmt nicht hier, oder? Ich kann mir vorstellen, dass er nicht da ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es eine Falle ist. Er hat zwar gesagt, ich suche uns ein schönes Plätzchen, und das ist es ja. Aber irgendwie traue ich der Sache nicht ganz. Warte mal ganz kurz, hier drüben will ich mal ganz kurz was gucken. The CTOSU. Mhm. Das ist ja cool. Der Zack. Der neue Range Rover. Natürlich ist er nicht hier. Was ist das denn? Für ein Gebilde. Ja, natürlich. Okay. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du immer so ernst, Aiden? Mein Gott! Wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So. Ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot. Mhm. Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Schwierige Sache. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Danke für den Tipp. Mission beendet. Ich finde... Okay, Moment. Ich glaube, es kommt bestimmt gleich ein Telefonat oder so. Kommt ja eigentlich meistens nach der Mission. Bevor ich jetzt wieder ausschweifend irgendwas erklären möchte. Ja. Verbrechen erkannt. Okay.
Ich glaube, er hat wieder fein aufgeräumt hier unten, dass er vielleicht ihn nicht direkt so abwertend behandeln sollte, wenn er denn noch nicht weiß, was passiert ist. Vielleicht, die Bankkontos nehmen wir natürlich mit, vielleicht ist er wirklich nicht irgendwie im Bösen mit uns. Vielleicht will er wirklich einfach nur das Team zurück und ich finde jetzt gar nicht, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber er tut mir ein bisschen leid, Damien meine ich. Ich meine, ihm haben sie auch Schaden zugefügt. Wahrscheinlich hatte er nicht Familie, die sich schaden konnten, deswegen haben sie ihm geschadet. Und bei uns ist es halt leider... ist es halt leider unsere Nichte gewesen. Und ich weiß nicht, ob man Damien dafür verantwortlich machen kann. Und vielleicht hätte der Plan funktioniert, man weiß es nicht. So. Das ist der Ort. Wenn der Typ zuschlägt, bin ich hier. Ach da. Beobachten wir mal. Und natürlich, also... Warte, tu's nicht! Alter. Verschwinde von hier! Alter, ich hoffe, ich krieg den so. Ich will den nicht wieder erschießen. Es sei denn... Es sei denn, er schießt auf mich. Es war nur dein Bein, Freundchen. Mal los. Schrei doch nicht so laut. Warte mal ganz kurz. Erstens. Skillpunkt erhalten. Kannst du mal bitte die Waffe wegstehen? Stellen? Stecken? Wie auch immer. Jetzt nimm mal das mal mit dem Profiler weg. Lebt der noch? Ich habe dem nur ins Bein geschossen. Ich meine, da stirbt man nicht sofort. Übrigens, Skillpunkt erhalten. Ich muss mal ganz kurz... Wo kann ich denn die hier... Fähigkeiten... Nicht noch eine. Fähigkeiten. Oh, warte mal, ich soll vielleicht hier nicht rumstehen, während die da... Während ich gerade jemanden erschossen habe. Was können wir hier machen? Hier können wir Gegnerkommunikation stören. Hätten sie Gegner... Das wollte ich eigentlich machen, glaube ich, ne? Was ist das hier? Helikopterabschaltung. Das ist jetzt nicht so... Nagelsperre. Das ist vielleicht ganz cool. Ich nehme aber mal das hier. Dann sind die Punkte auch gleich wieder aufgeräumt. Ansonsten haben wir ja gerade keine. Bekanntheitsgradfähigkeiten. Das wird ja, das können wir nicht selber freischalten, glaube ich, ne? So. Der ruft bestimmt gleich an. Ich mache mich mal aus dem Staub. Hier ist gerade irgendein Haken. Was ist das? Ach, hier können wir uns wieder irgendwo anmelden, glaube ich. Machen wir vielleicht einfach mal. Ist ja jetzt nicht so spannend. Hier. Angemeldet. Das ist cool. Das lese ich jetzt aber nicht durch, denn ich will ein bisschen Missionen machen. Ist hier... Okay, ich dachte, hier ist ein Wasserbecken. Können wir mal ein bisschen duschen gehen? Das macht ja so ein... Macht ja irgendwie nie... Der geht nie duschen. So. Und dann gehen wir mal ganz kurz zu dem Bankautomaten da drüben. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Mission. Obwohl, wir können uns ja gleich auch bei dieser anderen Sehenswürdigkeit, die hier gerade noch irgendwo... Warte mal, wo ist denn hier der Automaten? Ach da. Können wir uns gleich noch bei der anderen Sehenswürdigkeit anmelden. So. Wie viel haben wir bekommen? $6,680. Ich weiß gar nicht, wir können doch hier in diesem Ding auch irgendwo was Autos kaufen, ne? Der Zack Field Guide... Bestenlisten, Online-Session, Online-Aufträge-App, Auto-Abruf, Fixer-Aufträge, achso, hier oben, Sehenswürdigkeiten, lalala, Herausforderungen, Cash-Run, Digital-Trips, Media-App. Ich dachte, wir können uns irgendwo auch Klamotten irgendwo kaufen oder so. Warte mal, Auto auf Abruf. Wir haben eigentlich schon sehr viele Autos. Der ist schon geil irgendwie. Warte mal, wie viel kostet denn der hier? Sie können Fahrzeuge freischalten, indem sie fahren oder indem sie Zivilisten hacken. Einige besondere Fahrzeuge werden durch Aktivitäten auf dem Vorteil... Okay, ich dachte, wir können die auch kaufen. War da nicht irgendwie sowas? Weil der Preis wird da gerade angezeigt. Ach so, hier. Was ist denn der Unterschied zwischen kaufen und den ausleihen können? Ach so, die kosten nichts, aber den müsste ich bezahlen bei Leistung. Motorräder haben wir ein paar. Muscle Cars haben wir auch schon ein paar freigeschaltet. Schwer. Wir sind schon mit dem Müllauto gefahren. Echt? Daran kann ich mich irgendwie nicht erinnern.
Sport? Naja, Sport. Truck. Ich würde mir mal gerne mal den hier kaufen. Einfach nur, weil ich sonst nicht weiß, wo wir mit unserem Geld hin sollen. Geschwindigkeit? Ja, können wir mal. So. Ein bisschen Online-Banking. Wir können ja jederzeit fixer Auftrag. Ich will die eigentlich nicht machen. Komm, wir machen mal einen fixer Auftrag. Scheiß doch drauf. Ich wollte nicht mit der Mission weitermachen. Ich weiß, aber die Nebenmissionen bringen halt Skillpunkte. Deswegen. So, ich nehme mal dieses Auto. Hier. Das ist ja meins. Weiß man ja. Warte mal, der ist gerade gehüpft auf dem Vorderrad. Wie ist denn das? Übrigens, bei einigen Videos, bei einigen Folgen, gab es tatsächlich Probleme mit der GEMA. Und zwar immer bei den Liedern, wo ich danach gesagt habe, ich hoffe, das wird nicht von der GEMA getrackt. Oder ich habe Angst wegen der GEMA. Und genau diese Lieder haben die auch wirklich getrackt. Das ist manchmal echt zum Kotzen. Dabei haben wir die erstens nicht lange gehört und auch nicht so laut. Aber naja. Wie die GEMA halt so ist. Da reichen ein paar Sekunden und schon heulen sie rum. Schrecklich. So. Ach, da hinten irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, was die fixen Aufträge jetzt genau waren. Sind das? Ich glaube, das waren die, wo wir selber irgendein Auto irgendwo hinbringen müssen, ohne entdeckt zu werden. Ich glaube, so war das. So. So eins, so ähnlich wie wir es halt in dieser Mission auch hatten. So, hier ist ein fixer Auftrag. Ich parke hier mal. Direkt am Zebrastreifen. Probieren wir es einfach mal aus. Ich muss ein Auto ohne Beulen von A nach B bringen. Das klingt doch einfach. Jedenfalls, wenn ich die Hauptstraßen meide. Tja, du sagst es. Und da hinten steht das Auto. Schaffen Sie sich das Fahrzeug? Wieder in irgendeiner Garage, denke ich mal. Aber eigentlich macht mir das auch sehr Spaß. Ach, ein Motorrad. Ja, super. Warum nicht der Wagen? Macht das eigentlich echt Spaß? So ein bisschen dieses Nicht-Gesehen-Werden. So, Übergabeort ist da und die Zeit läuft. Und ich fahre erstmal ein paar Schrammen rein, direkt beim Losfahren. Alter, ich kann nicht Motorrad fahren. Ist ja, Alter, wo ist denn der jetzt hängen geblieben? Hä? Wo bleibt der? Ach so, an Pollern oder so. Hab ich schon mal irgendwie gesagt, ich kann nicht Motorrad fahren? Alter, dann fährt sich das beschissen. Diese komische Weitsicht, das steuert sich richtig scheiße. Alter, der nimmt alles mit. Da brauchst du bloß so ein Pixel daneben sein. Boah, das ist scheiße. Boah, das hängt zum Glück überhaupt nicht. Boah, das steuert sich echt... Das lohnt sich schon gar nicht mehr. Was ist das für ein komisches Licht? Komisches Licht. Na, immerhin. Wenn die noch ein Tausender für dieses qualmende Motorrad geben. Ach, 8 Sekunden noch. Natürlich. Sicher. Gegen die Sonne, wo man nichts sieht. Ach, fick dich, du. Das ist doch doof, sowas. Mission gescheitert. Wie das Motorrad einfach so weiterfährt. Bei Vollgas. Ist doch echt doof, ehrlich mal. Na gut. Ich muss die Mission abbrechen hier. Ich habe nie Glück bei sowas. Ich merke das schon. Warum lädt der jetzt nochmal? Ich finde das irgendwie immer noch gruselig, wenn er das macht. Beim ganz normalen Laden. Okay. Der Typ mit der Kiste. So, The Loop. CTO ist verbunden. Auf zur Mission. Warum ist mein Auto weg? Ich glaube, ich habe hier gar nicht geparkt. Da hinten. Ich nehme mal eins, wo niemand drin sitzt, sonst gibt es nur wieder Ärger. Oder ich habe mir noch jetzt ein Auto gekauft. Weißt du was? Wir probieren jetzt mal diese App aus. Auto auf Abruf. Budget. Wo ist denn jetzt Leistung? Ganz unten. Nein. Ach. Bestellen. Deine Kutsche wartet. Diese Stimme ist gruselig. So, dann holen wir unsere Kutsche mal ab.
Und wir markieren mal ganz schnell die Mission auf der Karte. Wo ist denn die? Hä? Ach hier. Ach du Scheiße. Da hinten? Okay, da kann man schön ein bisschen cruisen. Eine lange Strecke.